ist ja ein Dera! Hallo! Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier auf Portazzo Island. Ja. Ja. Mit ganz viel Sonne. Und ganz viel Portazzo. Und neuem Texture Pack. Und neuem Texture Pack natürlich, das haben wir ja angekündigt gehabt in der letzten Folge. Ab jetzt jede Folge mit neuem Texture Pack. Ja. Genau. Und Thema Comments, das war ja, das, weil ihr so viele Comments zum Thema Texture Packs geschrieben habt, kommen wir doch auch gleich zu den Comments der letzten Folge, ne? Ja. Was steht denn da so oben? Da steht erstes? Ganz oben auf. Kobold, wo bist du? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe immer komische Geräusche gehört, aber naja. Ja, weiß ich nicht, wo er ist. Hallo! Der Kobold, ich werd bescheuert! Boah, krass! Wo kommst du denn her? Ja, ich wollte eigentlich nur aufs Klo und jetzt komme ich hier irgendwie rausgespült. Ich weiß auch nicht. Ach, das neue Klo, was wir gebaut haben, oder was? Eieiei. Ah, da gibt es scheinbar noch irgendeine Fehlfunktion. Ja. Da hast du die ganze Zeit gesteckt. Ja, komm mal mit, wir müssen dir zeigen, was wir so Neues noch gehabt bekommen haben. Ja, was wir Neues gehabt haben. Ja, erstmal hier. Schnell, lauf. Ja, hier zu ihrer linken Hand sehen Sie die Bibliothek. Ui, sehr schön. Das große Steinblock-Ding. Allerdings, wie schon bei Stratosphere Survival, das Problem jetzt festgestellt, dass man ja jetzt für Bücher Leder braucht und deswegen es arschschwierig wird, die ganzen Bücher für die Regale zu craften. Dann kommen Sie mal mit, junger Mann. Mhm. Hier entlang, bitte. Ja. Einmal quer durch die Pampa am Strand entlang. Mit einem tollen Blick rechter Hand aufs Meer. Und den Hafen. Mhm. Wunderschön, ja. Und ta-ta-ta-ta, unsere erste Kartoffelpflanze. Yeah. Mhm. Ja, gut beschützt und bewacht. Von der Wache derer. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, mit kleinem Farberhäuschen. Ich bin hier noch nicht ganz fertig, aber schlafen kann man hier schon mal. Ah, sehr gut, sogar ein Doppelbett. Ja. Ah, ja. Weiß ich ja, was ihr getrieben habt hier. Derer. Ja, ich bewache die. Als ich in der Kanalisation feststeckte. Das will ich nicht wissen, was du da getrieben hast. Ja, er sprach ja von uns gerade. Ach so. Oh, ich kann nicht mal mehr sprinten, so viel Hunger habe ich. Ich gehe mal zur Kneipe jetzt. Geh mal zur Kneipe und essen jetzt was Leckeres. Und was ich mir noch so überlegt habe, was man so langfristig auf jeden Fall noch unbedingt bauen sollte jetzt hier auf Portazzo, ist so eine Art Galerie. Wirf mal was Leckeres rüber. Jo. Wer hat Hunger? Ich. Ich habe keine Enux. Ja, egal. Essen ist Essen umsonst. Kostet haben wir beschlossen. Da? Da? Ich habe mehr Hunger. Da? Noch ein Baguette? Ja. Oh ja. Ich hatte genug Kanalratten oder so. Jetzt geht's auch schon an. Der Abend fängt an und die Typen kommen direkt in die Kneipe zum Schlafen. Ja. So, hat noch jemand Hunger? Ich. Wie viel? Nicht mehr. Okay. Kobold? Ja. Hunger? Nee. Okay. Boah, jetzt wird's hier aber voll. Ich hatte genug Kanalratten, wie gesagt. Ja. Sehr gut. Ich fühle mich immer noch belebt. Na denn, würde ich sagen, mal schnell pennen. Ja. Ach, und ich wollte eben von den zukünftigen Projekten sprechen, die mir noch so vorstehen. Ja. Durch das mit den Texture Pack Gedöns, ja. Das immer wechselt mit jeder Folge, würde ich sagen, dass man so eine Art wie eine Kunstgalerie baut. So einfach irgendwie keine Ahnung was, wo man ganz viele Bilder aufhängt, dass man quasi sich auch immer die Bilder der einzelnen Texture Packs angucken kann. Liegst du im Bett? Ja. Gut. Aber voll. Und so, ja, halt so eine Art Kunstgalerie halt für Portazzo. So eine Tempelanlage, weil man kann ja jetzt dieses Beacon-Dingens bauen. Ja. Da ist eine Spinne auf dem Dach. Ich weiß. Und die freakt voll rum, weil die Aggro von dir hat und ja. Ah! Hab's ja gesagt, ja. Oh, ah, ja, ja. Auch noch leechen. Ja, klar. Ja, was machen wir denn heute dann Schönes? Ah, ich gehe Kühe züchten, glaube ich. Erstmal. Das machst am besten. Lünni, Schafe brauchen wir ja nicht. Lünni, was brauchst du? Was treibst du? Ich gucke, ob ich hier vielleicht noch irgendwo einen Zombie auftreiben kann. Oh, mit dem Texture Pack hat der einen Affenskin. Aha. Wer? Der eine Villager da, drüben. Einer der Schafshirten? Ja. Okay. So
total geil. Ah ja. Warum eigentlich nicht? Ja, cool. Ja. Mit jetzt haben wir so der? Viel Wolle. Jetzt haben wir den Leuchtturm ja schon gebaut. Ja, ja, aber ja. Weiße Wolle ist trotzdem nicht schlecht. Da können wir mit den Villagern tauschen. Ja, ja. 21 Wolle gegen irgendwie... Ein Emerald. Ja. Da lohnt sich die Inzucht Schafarm doch noch. Was? Ja, was glaubst du, warum die so bunt sind? Ja. Liebt euch, Kühe, liebt euch. Oh, Babykuh! Warum haben wir hier eigentlich so viele Priester, die alle Redstone verkaufen? Keine Ahnung. Der Glowstone sieht ja mal cool aus. Ich geh mal schon kurz aufs Klo. Mal eben bitte umschalten, lieber Dera. Ja, ja, klar. Ich muss jetzt mal hier auf den Leuchtturm raufgehen irgendwie. Ja. Mal gucken, den ob das Tick noch alles fixen, in Ordnung hat. Ja, kannst du. Tick kannst du für mich auch fixen, aber irgendwie, das bringt immer nur temporär was. Ich weiß nicht. Irgendwie hört es dann immer auf zu ticken. Okay. Lalala, tickt so sich ist aus. Doch schnell. Hände waschen. Ach nö, das ist mir aber zu viel Aufwand. Da muss ich ja aufs Dach. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen umständlich. Naja. Was macht die Kuh da? Die hat sich hier, guck mal, die backt ja sich hier irgendwie raus. Dann schlachte ja sie. Seht doch. Oh mein Gott. Aber oh mein ist Gott. Sie jetzt draußen? Ja, nee. Die ist draußen, aber nein, voll bei ist, mir. Ja, jetzt ist sie zurückgeschnipst. Du musst mal ein bisschen schlachten da, lieber Dera. Sonst wären es zu viele aber, Kühe. Aber das sind Babykühe. Sollen die zusehen, wie ihre Eltern geschlachtet werden? Ja. Okay. Ja. Und diese mysteriöse Stimme aus dem Off. Ja. Oh, ich werde schon wieder gesniped von hinterm Kuhgehege. Ai, ai, oh ai. Ja, das ist doch mein Job. Was treibst du eigentlich? Aua! Was treibst du eigentlich gerade? Ja, ich muss hier aufpassen, damit du nicht weggesniped wirst. Okay. Na denn, ist ja gut. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass der Kobold mir den... Oh nein, nicht die Babykuh. Mir den Arsch freihält. Was denn? Das ist der Nachwuchs. Ja, ja, alles gut, alles gut. Kriegt man schon hin. Falls jemand mal Falltüren braucht, ich habe gerade aus Versehen zu viele Helden hergestellt. Was? Wie viele? Was? Falltüren. Ja? Habe ich gerade aus Versehen zu viele hergestellt. Naja, gut. Wie viel denn? Ja, ich glaube, die eine gibt nicht. 46? Oh. Was? Ey. 46 Falltüren. Ja. Was? Wieso? Weil ich es kann. Stellt sich mir die Frage. Naja, 10 Leder und 19 Beefs. Ist doch, hat sich doch gelohnt. Ach, da gibt's doch bestimmt bald wieder Essen. Ja. Bestimmt. Ja, wir müssen dann übrigens irgendwann, wenn die Farm hier fertig ist, ne, mit den Tieren auch umziehen. Ach, was? Was? Oder willst du die Tiere da hinten lassen und hier die Essensproduktion, also die... Ja, ja, da drüben ist dann die Farm irgendwie für Gemüse? So pflanzliche Kost und da drüben wird... Wir können da noch einen Metzger hinbauen. Ja! Metzger, genau. Finde ich eigentlich das ganz ist gut. Genau mein Ding. Ja? Okay, ja, dann haben wir da ja schon den eine passenden... Metzgerei. Ist das hier Gravel oder ist das hier Dreck? Ach, Dreck, sehr gut. Hier findest du jetzt genau, hier ist unser neues Lagerhaus. Kann es weg. Was? Ah, ja, ja. Du siehst jetzt hier oben drüber immer die verschiedenen Sachen in Rahmen. Gibt's ja jetzt auch, ne? Oh, ja, so ja. So Baumaterialien und Zeug und Werkzeuge. Halt, ja, relativ logisch. Was wollte ich denn jetzt tun? Ach so, stimmt, ich wollte Kohle. Kohle müsste da drüben sein. Du komm bald. Hast du gerade was zu tun? Ja, er baut den Metzger, das ist wichtig. Ach so, ja, wo jetzt überhaupt Platz und so? Ach so, ja, ich komme mal mit besichtigen. Da hinten auf jeden Fall bei den Kühen irgendwo. Ich bräuchte nämlich mal jemanden, der mir etwas Dreck vorbeibringt. Mach ich gleich. Oh. Aua, jetzt bin ich mit dem Kopf gegen die Laterne gesprungen. Au. Ich würde sagen, naja, schon... Jetzt das ist schon morbide neben dem Gehege. Naja, aber kurze Transportwege, das ist gut. Ja, dann mache ich hier den Weg weiter und dann... Genau, und dann quasi einfach dahinter muss vielleicht der Baum hier weg, aber ja. Ansonsten... Und du könntest mir mal bitte noch ein, zwei Kürbisse vorbeibringen.
Kürbisse. Wenn du mir schon Dreck vorbeibringst. Ja, natürlich. Wenn ich nicht wieder mit dem Kopf gegen Laternen springe, dann mache ich das natürlich gerne. Das ist sehr nett von dir. Ja, so bin ich halt. Eigentlich wollte ich Schafe scheren, aber jetzt komme ich hier schon wieder zu nichts. Aber ihr zwei Hübschen, wir haben ganz, ganz viele Kommentare. Ja, ach so. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich noch ganz was anderes sagen. Also dadurch, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt wieder Folgen mit dem Kobold machen können, wird das dann schwieriger werden, hin und wieder die Comments der vorhergehenden Folge immer direkt hier bei Dingsbums zu beantworten. Und ja, müssen wir da mal schauen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch die Comments von der letzten Folge. Ja, ja. Ganz viele sogar. Ja. 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 Ich fange mal mit dem ersten, mit dem zweiten an. Den ersten hatten wir ja schon. Ja. Ja. Es wurden wieder ganz viele Texture-Packs vorgeschlagen. Ah, ja, ja, danke. Wie da? Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen. Nee, ich habe da ja auch jetzt schon was dazu gesagt am Anfang der Folge mit den Texture-Packs. Ja. Und ja, deswegen brauchst du nicht weiter was zu das sagen. Das ist gut. Ja. Dann wurde geschrieben, dass jemand ganz böse auf uns ist, weil wir ständig seine Gedichte vergessen. Ja, lieber Schottenschote, es ist nicht böse gemeint von uns. Aber wir können nicht wirklich alles vorlesen. Wir versuchen schon so viel wie möglich zu machen. Aber wenn ich hier auch noch mit aufnehme, ist es schon manchmal sehr kritisch, auch noch alle Kommentare aufzuzählen. Und ich bin auch sehr vergesslich und manchmal vergesse ich auch einfach einen Kommentar. Es tut mir unheimlich leid. Mensch, Löni. Du machst Sachen. Ja. Ja, nee, aber hat's recht. Also, wichtig ist es doch, hier zu spielen und zu unterhalten. Ja, und der Samen bitte auch noch. Und spannende Sachen zu... Achso, das ist schon gekocht. Ja. Spannende Sachen zu machen und so. Und deswegen geht es halt echt nicht, immer auf alle Comments eingehen zu können und alles vorlesen zu können und so. Da hat die Lüni absolut recht. Es tut mir auch wirklich unheimlich leid. Aber manchmal geht es halt wirklich nicht. Ist ja nicht mit Absicht. Genau. Nicht? So, ja, jetzt kümmere ich mich um deinen Dreck. Ja, und Samen und Kürbis. Dann kümmere ich mich um deinen Dreck, deinen... Nein, warte. Was? Deinen Samen? Da müsst... Nein. Haben wir überhaupt noch Dreck? Weil ich... ach ja, hier. Dreck. Wie viel? Bring mal zwei Stacks mit, bitte. Ja, und Samen? Ja. Ja. Wie viel? Ein Stack reicht. Ein Stack reicht, genau. Und was war's noch? Kürbis! Wie viel? Darf ich hier so einen verstümmelten Baum fällen? Der ist wie nicht viel schön. Kürbis? Es tut mir leid, Kobold. Bring mir mal 4 Stück mit. Ja. Melone haben wir ja leider noch nicht. Du schaffst das schon, liebster Kobold. Aber da bist doch du hier der Spezialist, oder? Wofür? Für verstümmelte Bäume fällen. Ja, da habe ich erst heute gemacht. Ja, und erfolgreich. Ihr Lieben, oder? Bevor ich es vergesse, versammelt euch mal bitte an der Kartoffel. Was denn? Ist es soweit? Es ist soweit. Ich werde es beschleunigen. Ach so, jetzt noch beschleunigen? Ja. Ist ja voll Quatsch. Nein. Ja, lass den Kobold da mal, wenn er... Wo ist er denn? Im Baum. Ah ja, gut. Dann, Ich sehe ihn nur nirgends, in keinem Doch, Baum. Ich sehe ihn. Ah? Ja. Ah? Ja, er darf ruhig... Ich bin ab sofort ein Baum-Kobold, ja. Okay, ah, ja. Dann, Jetzt mach... Ah, Kartoffel! Und es ist nicht nur eine vergammelte rausgekommen. 3 Stück! Wow, nice. Yay! Cool. Naja, so, soll ich das hier in die Kiste packen? Ja, oder? Du es einfach in die Kiste, bitte. Gut. Dankeschön! Ja, sehr gerne, schön. So. Ja, schön. Sonst noch was? Ach nee, ich wollte ja eigentlich Schäfchen scheren. Und du musst doch irgendwie ganz viele Comments vortragen. Ja. Dann beeile dich mal. Man kann jetzt schon Kürbiskuchen machen. Ah, cool. Ja, mit Zucker, Ei cool. und Kürbis. Das heißt, wir brauchen Hühnchen. Ja. 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 Kommt dann auch noch hier zur Tierzucht gedöns. Ja. Wir hatten ja schon mal Hühnchen, aber irgendwie... Die haben, da sind Katzen, glaube ich, gespawnt und haben die Hühnchen dezimiert irgendwie. Ja, glaube ich auch. Da müssen wir ein katzensicheres Hühnchengehege machen. Ja. Aus Glas. Ja. Na komm, Hans, Lüni, was ist da los? Schlafen. Ja, es wird Nacht. Was ist da los? Ich bleibe in meiner Farmerhütte. Mehr Comments. Man braucht nur noch 16 Regale für eine 30er Verzauberung.
Wie viel? 16. 16. Ah, sehr gut. Ja. Kobold, du schläfst noch nicht. Ja, du musst ins Bett. Ja, ja, ich muss mir noch was rasieren. Du musstest dir was rasieren? Ja, organieren. Ornanieren! Oh ich Mann. Ich musste noch masturbieren. Ach so, sag doch einfach papp, papp, papp. So, jetzt aber hier. Schluss mit dem Schmuddelkram. So. So, ja, ich mach jetzt einfach, ich hab jetzt... Der macht jetzt die Comments jetzt weiter. Der Lüni einfach den Comments-Zettel geraubt, ja. Weil irgendwie, das geht sich doch nicht aus hier. Das wären wir doch morgen nicht fertig. Das muss ich nur mal finden. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Natürlich. Du bist böse. Das hab ich, da gab's den Comment, man bekommt die Rahmen, also die Rahmen von diesen, weißt schon, Items. Von den Bildern. Ja, ja, die bekommt man doch zurück. Das ist mir ja. Dann beim Schneiden nämlich auch aufgefallen. Ja, auch. Dass da das doch rausgeploppt ist. Naja, aber ist ja nur umso besser. Der Affe guckt mich an. Oh Mann. Ja, so, mehr Comments. Beim Füttern Glowstone in der Hand. Was? Du hattest beim Füttern der Kühe Glowstone in der Hand. Ah ja, stimmt. Das ist mir beim Schneiden dann auch aufgefallen. Ja, ja, das ist mir aufgefallen. Und ich habe mich gewundert, warum ich nicht züchten konnte. Ja. Er sah mit dem Texture Pack so ähnlich wie Getreide aus irgendwie. Keine Ahnung. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls steht dann da noch... Oh, hast du eine Sauklaue? Die Lilly hat die Comments nämlich aufgeschrieben. Ganz schrecklich. Also, ich kann so ohne Probleme lesen. Ja, Team Battle bei Leguana. Ja, der Leguana hat uns für ein Team Battle eingeladen. Weil wir agieren ja eigentlich wie eine Person und er sagte, das könnte dann sehr interessant werden. Ach so. Naja, gut. Ja. Ja. Und wir nehmen unseren Joker, den Kobold, dann noch mit. Eieiei. Oh. Der macht alle platt. Ja, Was ist denn da los? Ey. Komm, der Achsenmörder kommt hier. Oh. Komm her. Nein. Nein. Aua. Komm los. Ja. Ach, ich finde das Umhang. So süß, wie ihr euch streitet. Ja. Voll putzig. Wenn ich den Kobold da tatenlos in der Ecke rumstehen sehe, na dann... Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Am Konzipieren nennt man es. Jetzt steht er da schon wieder. Ach nee, da nicht. Komm, hol ab. Denkt sich gerade aus, wie er am besten die Metzgerei baut. Ja. Ja. Wurde nach dem. Jetzt, da gab es einen Comment irgendwie, wo es die Map zum Download gibt. Jetzt ist nur die Frage, ob damit gemeint war, jetzt hier unsere Map, wie wir sie gerade spielen. So quasi. Oder den Weltstarter. Das würde mich halt auch mal interessieren. Es wurde aber auch schon gesagt. Derjenige soll doch einfach mal danach googeln. Ja, oder ich bin mal so nett und pack das einfach dann in die Beschreibung von diesem Video jetzt und dann. Also den Weltstarter. Ja, so bin ich halt. So bin ich halt. So kennt man mich. Ja, jedenfalls, ja, haben wir noch mehr Comments und zwar, was? Die Creeper haben vor Katzen Angst. Ja. Das haben wir doch schon, hatten wir doch schon mal. Ja. Das Thema. Und irgendwie hat es nicht so richtig. Funktioniert, weil der Creeper wäre vor einer Katze weggelaufen, in der letzten Folge wurde gesagt. Ach so? Ja. Ja, aber wir hatten, uns ist doch schon mal ein Creeper um die Ohren geflogen, als wir gerade einfach so mit einer Katze rumstanden. Ja. Ja, keine Ahnung. Hast du, ach nee, ich glaube, ich brauche Cobblestone. Hab ich leider hier nicht, tut mir leid. Ja, weil, ich glaube, du hast hier Cobblestone mit dem Creeper. Mit dem Krieger in die Luft gejagt. Ah ne, ist Gravel. Und eine Treppe. Treppe, haben wir noch Treppen? Oh Mann. Bestimmt irgendwo. Könnte bei Steinzeug drin sein. Ah ja, und dann gehe ich da mal gucken. Und dann haben wir noch mehr Comments. Und zwar, was steht da? 4 Felder in alle Richtungen? Wasser. Achso, ja, ja genau. Eine Wassersource geht... Von da ausgehend 4 Blöcke in alle Richtungen. Ja, aber ich mach's ja eigentlich, damit's schön aussieht und nicht damit's effektiv ist. Ja klar, darum geht's ja. Soll ja schön werden. Eben. Kotatsu ist ja reines Ästhetik-Projekt, genau. Ja. So schaut's aus. Ästhetik-Projekt. Nur. Ja. Ja, vom Feinsten. Also da will man ja schon drauf bestehen, so ein bisschen. Kotatsu ist wunderschön. So, wir haben noch mehr Comments. Die Kirche ist nicht gut besucht. Nee. Nee, weil da ganz viele Lianen rumhängen und so. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Aber das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Bei der geilen Kneipe, die ständig gut besucht ist, würde ich sagen, ja. Da rennt gerade schon wieder jemand in die Kneipe rein, holt sich ein Schlückchen, guckt gerade
Ach, das ist vielleicht ein trockener Alkoholiker oder so. Der guckt gerade aufs Schild, ganz traurig, alkoholfrei gewöhnlich. Er hat dich entdeckt, er hat dich entdeckt. Oh nein, ich bin aufgeflogen, schnell weg. ja, jedenfalls, noch mehr Comments. Das ist noch ein, was? Hallo! Zoster, letztes TP? Was? Zoatex war in der letzten Folge das Texture-Pack. Das stimmt. Was treibst du da? Ich vergrößere den... Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, schön wird's hier. Ja, ne? Das gefällt mir. Ja. Dankeschön. Ja, aber das ist... Ach so, man kann jetzt ja über Felder laufen, ne? Ja. Nur nicht hüpfen. Nee. Ja, okay, verstehe. Wenn du hüpfst, Freundchen. Nee, mach ich nicht. Gott. Ich wollte nur mal ein bisschen gaffen kommen, was hier so passiert. Ach so.